Te Puschel. Gott sei Dank trocken. So, herzlich willkommen auf unserem Kanal Fett Fahrrad. Das ist der Micha, ich bin Andreas. Und heute geht's endlich mal in die Tschechei. In diesem Video, weil ab gestern 12 Uhr sind ja die Grenzen offen, Gott sei Dank. Und wir fahren heute definitiv durch die Tschechei. Befinden wir uns jetzt so gerade hier? Nee, Stuckenau. Super Panorama. Ne? Steichei. Was für ein Ding? Ja, fahren in der Tschechei. Ja, einfach Püppchen noch einmal, du. Ne, wenn du so Fuck machst, geil. Also wie gesagt, viel Spaß beim Video. Daumen hoch, lasst ein Abo da. Und heute geht es übrigens auch um das Thema Bikepacking. Ganz wichtig, wir zelten heute mal wieder. Habt ihr letzte Woche nicht gesehen. Ja, geht los. Läuft. Müssen wir was sagen? Piep. Da ist definitiv noch mehr Weg. Da müssen wir lang. Ah. I don't know. Aber wenn die Sonnenbrille richtig schön anliegt, wird die Inter nicht nass. Nur von außen. Ist schon ein bisschen geil. Ja, es wird heute ganz schön bergig, wa? Ja. Ja, klar. So, einmal voll. Ja. Schön, so. 80 Ja, Trittfrequenz ist wichtig. Ich wollte es ja ohne kloben, aber die haben recht, verdammt. Aber ich glaube nie. Du musst hier jetzt mal wieder drüben bestellen. Echt? Okay. Das will ich. Oh, hier ist Kopf. Ja, gut, um Deutsch schon wieder war. Oh! Krass. Der Deutsche ist wieder da. Lull. Darf man nicht wissen. Ja, war gut, ja. Der hat es in sich gehabt. Ja. Aber Stufe E ist nicht gut. Ja. Ah ja. Warte mal, wir müssen hier hoch. Links. Links. Das ist ein bisschen viel. Du hupst aber wie die Sau. Du machst den Jumping Michi. Money. Sorry! Sorry! Navigator hat wieder verloren. Der Navigator war schon wieder lost. Der Navigator. Alligator, sagt er. Alter, hast du die geile Abfahrt.
Rechts. Hopp. Muss die Ampel weg, rufst du einfach den Duven weg. Null. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich mit dem Rennrad gefahren. What the fuck? Alter, guckt euch mal den Berg an, Leute. Das wird gleich sportlich. Aber das ganz andere sportlich. Holy shit. Entspannte 10% hier. Kurzzeitig waren es 11. Seht ihr ja hier, Höhenprofil. Lecco mio. Und ist auch nicht viel Unterstützung. Die Hälfte. Alter. Kann man machen, gleich sind wir oben. Gleich sind wir da. So. Also mit normalem Fahrrad wäre das wirklich sehr sick. So. Ja, super. It's raining, man. It's raining, man. Das sagen wir echt laut. Im Regen, schön eingemordert. Absolutes Premium-Wetter heute. Premium. Weil normal, wenn du die Klamotten mit dabei hast, die Regenklamotten regnet es nie. Wir wollen endlich mal Regenklamotten testen. Sehr geil. So, jetzt geht das mal entspannt Richtung Warnsdorf. Dann wieder in Warnsdorf über die Grenze und wir haben jetzt noch 18 Kilometer bis zum Zeltplatz. Ach, macht definitiv mehr Spaß als in Deutschland zu fahren. Kommt ein Auto. Da kommt ein Auto, mein Michi. Hey! Alter! Sehr nett, ja. Ey, Endgegner sogar. Awesome. Alter. Wir fahren dann nicht wieder hoch, nee. Mein Freund. Das kannst du abhaken. Holy shit. Alter. Oh. Gibt's wieder Dings, Michi? Bolognese? Ah nee, mexikanische Kacke da. Alter, meine Brille beschlägt extrem. Ja, ich bleib draußen, Michi. Ich bleib draußen. Alter, krasse Kacke. Sag was, läuft immer noch. Die Gusche ist so eingefroren, ja. Von dem Fahrtwind. Aber es läuft.
Bei 50 Brille aufsetzen ist uncool. Aber bei 50 Regentropfen in die Augen kriegen ist noch uncooler. Micha, was sagen Sie zu den letzten 10% Steigungsberg? Zum Glück hatte ich Turbo. Zum Glück habe ich nicht mehr das alte Fahrrad. Zum Glück habe ich das tolle Wartung. Stimmt. Übrigens, dann ist super. Das sieht ja eh in der Anleitung Video immer so flach aus. Oh, da steht ein Schild. 10%. Hochgefahren. Null. So. Andere Richtung ist aber auch nicht viel besser. Aber nur noch 5%. Langweilig. Jo. Ne? Oh, ein Auto. Ein Automobiler. Wollte ich jetzt sagen, mach mal das Ding hier. Ach, Chefkoch. Du bist der Chefkoch. Ich bin nur Laie. Nee. So, herzlich willkommen zu einem Kochstudio. Erstmal schön Cappuccino hier weggenudelt. Übrigens, kleiner Tipp zum Campen, wenn ihr hier so einen Becher habt. Reinmachen. Ist nice. Und wenn ihr so blöd seid wie wir, bei Regen ins Camping fahrt, bleibt sogar trocken. Wir sind nicht blöd. Wir wissen nur, was gut ist. Yay. Yay. Dauert jetzt eine Weile. Da ist noch ein Wasser drunter. Komisches Tier. Ah, Proteine. Proteine. Hatten wir heute schon genug. Echt? Da runter ging es eigentlich. Noch. Ja, genau. Einfallleib die Proteine. Richtig. Sind ja übrigens in Nähe Zittau auf dem Campingplatz. Wollte eigentlich Buschkräfte machen, aber irgendwie haben wir es nie geschafft. Ne, wir dachten, dass in Tschechland mehr Berge sind, dass die Akkus dementsprechend leerer sind. Stimmt. Und haben gedacht, naja, hier ist ein Campingplatz, nehmen wir den doch. Genau. Was gibt's denn eigentlich, Michi, Herr Chefkoch? Nudeln mit Mais, Sweet Corn. Oh ne, süßer echt. Ne, es ist einfach nur Mais. Sweet Corn ist süß. In Tschechien steht halt Sweetkorn drauf. Ah, okay. Und das andere ist Rossrasok. Erbsen. Erbsen auf Deutsch. Ah, tatsächlich Erbsen. Das ist ein Erbsendorf. Rossrasok. Wo noch die Premium-Erbsen von Bunduel? Ich gehe kaputt. Naja, das andere Problem war, dass in dem Kaufland in Tschechien nur 500 Gramm Erbsendosen gab. Das okay. Ist dann doch ein bisschen gierig. Ja gut, okay, dann sind 200 Gramm auf jeden Fall besser. Aber hier haben wir ganz schön gierig zugeschlagen. Hier, das ist hier auch das Kleinste. 43 Gramm, Alter. Da kommen wir zu immer essen von. Ja. Yep. So, was gibt's noch? Jetzt kommt's. Schmelzkäse mit Kräuter. Das kommt in die Nudeln übrigens. Willst du das alles reinmanschen? No. Es wird dort alles reingemanscht, damit das weg ist. Das ist aber gierig. Bunte Nudeln, ich geh kaputt. Bunte Nudeln. Ja. Bio. Fossilio.
Bio? Wo steht da Bio? Gefärbte Geschichte. So. Natürlich direkt in Tschechland eingekauft, weil günstiger und es ist wieder offen. Genau. Habt ihr ja gesehen, sind wir durchgefahren. Wichtig. Ich muss sagen, es macht mehr Spaß als in Deutschland. Irgendwie schon, obwohl wir ja nie weit weg von Deutschland waren. Ja. Der Kopf sagt dann, du bist im Ausland, das macht mehr Fun. Ja. Irgendwie schon, ist wie LKW fahren. Macht im Ausland definitiv mehr Spaß. Ich hoffe, du bist frisch. Auf jeden Fall haben die tschechischen Autofahrer mehr Ahnung von, wie überhole ich ein Fahrrad auf der Landstraße. Natürlich. Das war sehr angenehm. Keiner hat gehupt wie die dämlichen Deutschen. Mhm. Ja, das ist schwierig. 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 Obwohl man ja schon auf einer großen Bundesstraße da, die nach Prag führt. Die war gierig. Lieberitz gefahren sind. Die war krass, ja. Die war echt krass. Ohne Scheiß. Ich denke mal, geleuchtet haben wir auch genug. Ja, kann man so sagen. Wir brauchten kein Licht. Nee, braucht man nicht. So erstmal in ins Gesicht stecken. Wichtig. Oh, Lungenbrötchen, Abendbrot ist fertig. Genau. Schön am Gaskocher ist natürlich, es geht ziemlich schnell. Vom Wasser her. Weil es ist nämlich schon wieder, es fängt schon wieder an zu gedampfen. Salz haben wir auch vergessen. Wer braucht Salz? Wir haben Chemiekäse dabei. Ach komm, so viel Käse sind die gar nicht drin. Das kommt aus Deutschland, da kannst du gucken. Dann kannst du sogar lesen. Salz, tatsächlich. 2,3 Gramm Salz. Reicht zu. Zutat Käse 42%. Aha. Kommt drauf an, was die unter Käse verstehen. Schmelzsalz, okay. Oh. Natriumphosphat. Oh, Natriumphosphat. Was ist das denn? Da fängt es schon an. Polyphosphate. Ah ja. Es reicht nicht Natriumphosphat, da müssen die auch noch Poly sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ajone. Wenn ihr einer weiß, schreibt bitte in die Kommentare. Was wir hier so für ES in uns rein stopfen. Ist mir gut. Nachöffnen bei maximal 10 Grad Lager. Ja, schwierig. Nicht weg. Das liegt im Markt, liegt das einfach so im Regal ohne Kühlung. Stimmt, ja. Stimmt. Da ist auf jeden Fall im Sommer 20 Grad. Irgendwann rest oder? Ich fress da keine 250 Gramm Nudeln. Natürlich. Das mal. Hier. Rassock dabei, Rassock. Das kriege ich weg, keine Sorge. Rassock. 250 Gramm ist machbar. Nee, Kalorien. Wie fährt man das eigentlich hier, das Gelumpe? Kalorien haben wir 2.500 verbrannt übrigens. 86, geht eigentlich. So. Kann man machen, in einem Schmelzkäse ist wenig Kaloriengelumpe drin. Oh, das geht. Perfekt, kannst du da gerechnet und jetzt ist schönes Wetter. Einfach frei zum Kochen, schönes Wetter. Ja, so muss das sein. Beim Fahren kannst du pissen wie Sau, interessiert uns nicht. Ja. Das Wasser muss kochen, oder? Nee, unbedingt. Das reicht eigentlich auch schon zu. Ah, es fängt an zu reden mit uns. Warm. Ja, ich wollte gerade sagen, ganz schön gefahren. Wuff, war beim Friseur. Die letzte Tür, die ich so aufgemacht habe, ist komplett geplatzt. Das ist doch schwierig. Die wachsen noch nicht. Überlaufen, ne? Nee. Cool. Oberste Grenze. Was haben wir noch? Nimmer wieder gut. Aber wie gesagt, die Nudeln wachsen ja noch voll. Müssen wir ein bisschen reinstopfen. Sonst sind die oberen nämlich dann nicht durch. Das wird dann echt mühsam. Du hast gekleckert. Nein, die Nudeln haben gekleckert. So, kann jetzt mal von den Zuschauern bitte jemand 9 Minuten stoppen? Dann sind die Nudeln fertig. Ich glaube, das sehen wir. Wenn da kein Wasser mehr drin ist, sondern nur noch Nudeln. Ja. Wir haben auch kein Sieb mit übrigens. Nee, das ist mir auch gerade so eingefallen. Ja, wie wollen wir das denn abkippen? Das wird interessant werden. Kochstudio. Wollte man nicht das Video auch schon mit reinnehmen? Da haben sie aber irgendwie verkackt. Nee. Ne? War auch total langweilig. Weil. Das aus der Dose war. Ach so, aus der Dose war schnell warm. Stimmt, Dosenfutter, ja. Heute kocht mir richtig. Für euch. Eigentlich für uns, aber egal.
glaube, da schneide ich dann raus, so ein bisschen, wa? Wo es lebt. Oh, war das gerade rot, oder? Ja, ja. Ah. Jetzt können wir Sparflamme machen hier. No. Eine Spielerei. No. Schützt den hier auf die Knochen. Sehr interessant gerade. Ja, ist noch Wasser drin. Geht aber gut, oder? Die Abgießtechnik. No. Es verwechselt dich schon wieder mit einer Pflanze. Eine Blume. Ne? Buschel. Ist jetzt hier warm? So, Buschel. Soll ich schon mal anzünden oder müssen wir wieder abgießen? Der ist mehr dran, das Zeug. Was? Und du bist dir sicher, dass du jetzt noch die Dinger da reinmatschen willst? Wir haben Aschenbecher gefunden. Ja, geil. Oh, das ist... Seid ihr jetzt wach? Scheiße, stimmt. Oh, bitte nicht alles. Tu mir den Gefallen, nicht alles. Wir müssten die Scheiße wieder hin transportieren. Gar nicht. Das können wir morgen früh fordern. Da muss man eigentlich noch Wasser rein, ne? Okay. Ich hab's gewusst. Das wird zu viel. Nö. Und da soll dann noch der Käse rein. Das ist jetzt schon dünn unten rum. Du hast gekleckert. Michi. Ist gut? No. Perfekt zum Angeln. Wir sollten jetzt schon oft dahin. Machen wir Puschel jetzt dran. Machen wir Puschel jetzt dran. Warum? Nee, das ist ekelhaft. Auf Teilen. Ach, jetzt schon? So rechtlich. Jetzt wird's lustig. Ist das dein Ernst? Hi. Vorkosten. So wenig, ja? Für dich. Gut, gut, gut. Glaub mir nicht so viel. Hallo, ich hab Hunger. Hier ist eh schon. Gut, dann reicht's aber. Mühsam. Mach mal kleine Flamme. Zündung. Das ist kleine Flamme. Ein bisschen jetzt auch, ne? Ja, mach ich. Muss das stopfen. Gut, 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 reicht. Versand war es teurer. Ah, jetzt kommt der gute Schmelzkäse. Haben wir uns übrigens abgeguckt. Die Schmelzkäse, oh, das ist so nice. Ja, also erfunden haben wir es nicht? Nee. Nur nachgemacht. Aber ist richtig, richtig lecker. Haben schon mal zu Hause getestet, echt. Du musst ja eh mit dem Löffel jetzt da rein. So, da. Quatsch. Gut. So wie ich mal mein Glück. Also, ich hab das ja gesehen. Kannst du mal das Endprodukt präsentieren? Warte, was ist mal das Maiskörnchen? Musst du angeln oder was? Das Endprodukt? Ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Wie gesagt, zum Nachkochen könnt ihr gerne machen. Ist echt geil. Ja, ne? So als Hinweis, ohne Gemüse schmeckt es nicht. Also es schmeckt, aber es wird irgendwie mehr im Mund. Ja. Du brauchst Gemüse. Ja. So, wir lassen es uns erstmal schmecken. Und wir sehen uns auf der Tour wieder. Während der Fahrt.
Yay. Genau. So, kleines Fazit zu der Runde, Michi. Ja, wir sind noch nicht in unserem Landkreis, noch auf dem Weg nach Hause. Das Regenwetter gestern war total geil. Ja, war super. Aber die Klamotten, die sind auf jeden Fall auch super, aber bei so einem Wetter wie heute lieber näher anziehen. Naja, das sind halt Regenklamotten, ne? Und das halt. Da fühlst du dich echt wie im Gewächshaus. Das ist der Hammer. Da verdünstest du in deinen Regenklamotten. Ja, und die trockenen Klamotten drunter werden nass vom Schwitzen. Was sind das Regenklamotten, sagt ja der Name schon, ne? Genau. Ja, aber bei Regen haben wir uns eigentlich mehr wohlgefühlt als heute, muss ich mal so irgendwie sagen. Also, ja, nicht so ganz so schwitzig, ne? Jetzt zieht es die ganze Feuchtigkeit wieder vom Boden nach oben, fast eigentlich so, auch schon im Gewächshaus. So, bei Regen cooler. Richtig. Außer Zelt abbauen, das ist definitiv im Trocknen cooler. Definitiv. Ein Zelt abbauen bei Regen. Ah, mühsam. Nee, gewächshausmäßig. Ja, ist definitiv uncool. Ja, aber auch jetzt von der aufsteigenden Dings aus hier im Vorzelt. Die Feuchtigkeit, die war schon brutal, die nachts, ne? Was der menschliche Unrumpf so aussondert während der Nacht in Form von feuchten Atem, ist schon Hammer. Also das Zelt war von innen nasser als von außen. Irgendwie schon. Ja, aber cool. Genau, so. Also zweite Bikepacking-Tour hinter uns und ich muss sagen, geil. Läuft. Genau, Transost, willkommen. Genau, richtig. Okay, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, kostet ja nichts, ganz wichtig. Und ja. Ich muss doch wehtun. Tschüss.